Alter, heute kommt die letzte Folge von Verknallte Krankenschwestern. Extrempulsrasig. Denkst du, Bob wird Sandrina heiraten, wenn er abcheckt, dass sie die Halbschwester des Versuchskaninchens ist, das sich mit der Kohle verstaubt hat? Egalette, der ist sowieso blind. Wann geht's denn nun los? In 60 Min. Totaler Wartehorror. Rechnung ja, hab dran gedacht, aber Denne wieder verdrängt. Dann lass uns hurtig unsere Sachen versteckmeistern. Mach mal nicht so ein Hektiker und lass die Bimmel ganz, du Drängelopfer. Sie sind sicherlich Slacks und Geekstar. Mr. Kohle aus der Hüfte, Fenderer. Schön, dass Sie gleich mit Frau Gemahlin erscheinen. Ja, ich werde nie nett empfangen, wenn ich alle Hausbesuche alleine durchführe. Sodele, was haben Sie denn hier verlost? Also, es handelt sich um nicht bezahlte Telefonrechnung, Stromrechnung, Fernsehrechnung, etc., etc., etc. Ist ja total vollschämig. Tut mir leid, ich muss leider einen Teil Ihres Besitzes spenden, bis Sie Ihre Schulden bezahlt haben. Hier haben wir eine Couch. Ach, bleiben Sie doch noch zum Essen. Für uns sind Möhren der Hit total voll. Die Dickstängel sind eine absolute Vollsucht. Das hier sieht doch nach einem Versteck aus. Das ist meine Gummisammlung. Die Knautschkleber vertragen keine Zugluft und brauchen viel Dunkel. Das ist meine Schimmelpilzsammlung. Sind in der Ecke schüchtern? Das ist doch alles nur wertloser Schrott. Mir reicht's, aber ich komme wieder. Schnucklig, oder? Eine Skulptur aus steifdreckiger Steifdreckwäsche. Wird von Jahr zu Jahr höher. Du hast keinen Befinger, sonst voll Extreminfektioning. Ja, totale Löffelabgabe. Jetzt mach mal bloß keinen falschen. Hol nicht alle auf der Pfanne, sofort wieder runter mit der Schote! Oh, oh, die blanke Glotze. Nein, bitte nicht die Matscheibe, nehmen Sie doch lieber Slacks mit. Nicht die Röhre, ohne das Teil kriege ich voll die Bildungslücke. Bezahlen Sie Ihre Schulden und Sie bekommen Ihren Fernseher zurück. Sekündchen! Ich vermache Ihnen dafür meine Senke, die ist sowieso für einen Schlünz. Also sein Grübelknautsch ist echt der Hit. So ein Schotter, jetzt verpeilen wir unsere schöne Serie, Alter. Ich will wissen, ob Bob Sandrina verehrlich. Ich krieg gleich ein Gefäßfleischkeule. Keine Chance. Rück die Glatze raus. Sind Sie voll bei sich oder wie? Unsere schöne Serie kann bei uns nicht. Da ist ja die Fernlenke. Brauchst du einen Rotzwischer? Ich nehm die Witterung auf. Da sind sie lang. Gleich sind wir auf der Ziellinie. Los, ruf auf die Mutti. Die Latte hängt zu hoch. Da steht das Teil. Geht's ihm gut? Jo, macht einen sauberen Eindruck. Genießen Sie nun die nächste geistbetäubende Folge von Verknallte Krankenschwester. Es geht los, Kollege. Cool. Bescheuerte Seifenoper. Was für schöne rosa Flamingos. Alter, dem stopfe ich die Krempe in die Schluckspalte. Ekel. Na, Augenblick, und bei mir klickert. Heirate mich, Bobby Sue, dann bin ich der glücklichste Seeigel auf der ganzen Welt. Das geht leider nicht, Bobby Joe. Du bist ein Seeigel. Dieser Fernseher ist genauso schwachsinnig wie diese dämlichen Enten. Ich reiß mir alle Stacheln für dich aus. Dieser bescheuerte Fernseher. Was glotzt denn der Fred so? Ziehleiner, Alter, geh aus der Latichte. Nein, bezahlt erst eure Schulden. Tut er das rein, Kollege? Voll die Oberkante! Nein, du es nicht, George! Bobby Sue lässt es sich von der Ente besorgen! Oh,
also das ist ja niedlich. Hau rein! Oh nein, nicht mit einer Ente. Das ist der schlimmste Müll, den ich je gesehen habe. Oh, oh, die Fernlenker. Nur schieb hier bloß nicht so hart. Verzwirbel dich nach Heime und hol dich bei deiner Mutter aus. Autsch! Oh nein! Dieser Lutscher! Wenige Minuten folgt die Ziehung der Gewinnzahlen. Bleiben Sie dran! Alter, ich hab'n Los, das ziehen wir uns rein. Ja, ich hab auch Los. Wird ja nur nichts nützen. Und der Gewinner der heutigen Ziehung ist Flex von den X-Ducks. Alter, du hast total gewinnert. Ist es nicht. Er gewinnt diese wunderbare Riesen-TV-Anlage mit Bild, im Bild, im Bild-Funktion. Ist ja super cool. Cooles Ding. Die Schimmelröhre kannst du dir sonst wohin knödeln. Ich hab ne neue Glotze, du Uwe. Man kann sogar seine Nasenlöcher bestaunen. Und die Vollmatte in seinen Nasenlöchern kannst du auch beglotzen. Schönen guten Tag, die Herrschaften. Sind Sie jetzt bereit, Ihre Rechnungen zu bezahlen? Sekunde, du hast doch schon die alte Glotze verlötet. Dieses Schrottteil, das gebe ich Ihnen zurück. Ich nehme lieber den großen Fernseher, da kann man die Nasenhaare besser sehen. Ich bin mir absolut sicher, dass Sie Ihre Rechnungen bezahlen werden. Wir sehen uns. Eingelegt. So ein Trottel. Jetzt haben wir unsere alte Glotze wieder. So sieht's aus. Dafür mussten wir noch nicht mal unsere Rechnungen ablösen.